Willkommen zurück! Heute geht's weiter mit der 251. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen diesmal wieder eine wöchentliche Truhe und haben ein paar Odinsmarken, bisschen Holz, bisschen Fisch, Jagdmilch und Runen dabei. Das ist schon mal sehr gut, davon brauchen wir nämlich auf jeden Fall was. So, hier haben wir einen neuen Spießrutenlauf, den wir heute anfangen können. Den anderen sollten wir aber erstmal beenden. Dann ist Odinzahn wieder zurück. Hat uns wieder ein Sammelstück mitgebracht. Das brauchen wir. Können wir wieder losschicken. So, Johann ist auch wieder da. Angebot überspringen und hat nichts sonst. Wie sieht's bei dir aus? Dich können wir erstmal zum Fischen schicken. So, dann kriegt man hier noch ein bisschen. Da können wir erstmal ins Training schicken. Das passt. Hier haben wir die Statue. Jetzt müssen wir weniger besiegen. Ab jetzt brauchen wir nur noch 8 Drachen, die wir besiegen müssen, damit wir ein Paket bekommen, ein Häuptlingspaket. Wie viel kostet das zum Upgraden? 70. Ah, okay, das ist ein bisschen viel erstmal. So, die können wir losschicken. Dann unsere Winterstatue ist fertig. Da bekommen wir ein normales Paket, können wir erstmal öffnen und wir bekommen Knochenräuber, Gratnader und noch irgendwas war dabei. So, der ist jetzt auf Level 75. Santa Claus ist jetzt auf Level 33, geht auf 34. Dann, bei unseren anderen sieht es wahrscheinlich auch nicht allzu gut aus zurzeit. Wer ist denn bis jetzt so am höchsten? Eigentlich der Dreifachstachel. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter trainieren. Dann, Bakasa, ganz wichtig, als erstes ins Training. So. Schrecken der Meere kriegt noch ein bisschen dazu. Und sehr schön, jetzt können wir es einsammeln. Aber ins Training kann er leider nicht mehr. Und er sammelt uns jetzt trotzdem 7 Millionen, das ist schon mal sehr gut. Dann unser Skrill ist auch fast Level 65. Das wird auf jeden Fall noch. Genau, nämlich da haben wir alles zusammen dafür. Sehr gut, da ist er jetzt auf Level 65. Kann aber auch nicht ins Training, weil Training immer noch voll ist. Wie sieht's bei dir aus? Wirst du heute mal Titan? Nein, leider nicht, aber das wird schon demnächst. So, einsammeln wieder los. Dann können wir Fackels Bruder für Level 54 machen. Und Pyroflieger auf Level 52, 3 Viertel. Dich können wir nicht losschicken, oder? Doch, zum Holz, sehr gut. Und sonst war es das an der Stelle erstmal so. Schauen wir mal nach. Ich würde dann zu den 2000 Abonnenten, die wir entweder jetzt schon erreicht haben oder demnächst erreichen werden, werde ich dann diese Pakete hier öffnen. Vielen Dank, dass ihr alle immer, ja, das ist so gut finde, dass ich die Videos mache. Ich möchte mich wirklich bedanken. Und jetzt bekommen wir einen neuen Drachen. Und zwar ist es, wie hieß er nochmal, Nautisaster, genau. 5 Millionen und 23 Stunden, sehr schön. Können wir auch mal rausstellen, irgendwie, wenn wir wüssten, wenn wir wegstellen. Nehmen wir erstmal Kotzbackes Königsschweif, der bringt uns zurzeit nicht ganz so viel. Holen wir uns hier den nächsten Drachen. 100 Plätze haben wir drin jetzt frei noch. Okay. Ja, dort steht er richtig. Ich finde irgendwie, dass die Tiefseespalte immer voll komisch aussehen. Also als Baby sehen sie ja noch ganz in Ordnung, aber dann sind sie einfach absolut zu groß. Weil wenn die Dinger dann auf Titan sind und über die Map fliegen, sind die einfach absolut riesig. Schicken wir erstmal unsere Reisedrachen wieder los. Hier bekommen wir ein Zahnrad, okay, nehmen wir mit. Nachtschatten und gratis. Dann hier bekommen wir Runen. Auch sehr gut. Gratis. Hier können wir ein Knochenräuberei mitnehmen, auch gut. Und wieder gratis. Und dann noch Fleischklops. Was hast du noch für uns? Ein paar. Ein bisschen Bernstein werden wir dann wahrscheinlich da rauskriegen. Weil wir den Drachen ja eh freilassen werden. Hier können wir noch einmal losschicken. Auch schön. Dann den Immerflügler und Grüntod können wir beide wieder losschicken. Das Event geht nur noch 2 Minuten mit Valkas Zuflucht. Aber es hätte uns eh nichts genützt, weil wir haben keine Runen zurzeit. So, hier können wir noch ein Gratis-Paket öffnen. Kommt ziemlich genau. Ne, kommen nicht genau drauf. 4 fehlen uns dann noch für die 200 Odinsmarken. Aber es wird schon. Öffnen wir mal. Da bekommen wir das zweite Gratis-Paket für heute.
Und ein paar Runen, bisschen Fisch, bisschen Holz. Sehr schön, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts, okay. Und dann können wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Bisschen Bernstein, bisschen Runen und bisschen Nacktmilch. Wir müssten immer noch 7300 oder 400 jetzt haben. Wir bräuchten halt wirklich schon hier hinten dann diese Items da. Also die 600 Jagdmilch wären schon wichtig. Und ich würde sagen, wir holen sie uns auch, und zwar mit Schnüffler. Statt dem Skrill. Und da hoffen wir doch mal. Dann nehmen wir hier noch. Nee, lass mal so. Und greifen mal an, mal schauen. Ich hoffe mal, vielleicht haben wir ja Glück. Wäre ganz gut. Bräuchten wir auf jeden Fall. Letztes Mal sind sie zu zeitig aufgewacht, die Gegner. Hoffen wir doch mal, dass sie diesmal nicht zu zeitig aufwachen. Wir sammeln jetzt gleich mal ganz paar Aktionspunkte und holen uns als erstes mal den rauchverschwindenden Qualmdrachen weg, wenn es geht. Sieht schon wieder sehr danach aus, als müssten wir uns gleich wieder heilen. Ja, natürlich. Ja, im schlimmsten Fall nehme ich dann halt doch einfach mal Aktionspunkte Booster. Ja, wir heilen uns. So, jetzt holen wir uns den. Sollte er auch schnell weg sein. Hoffe ich jedenfalls. Das ist ganz schlecht und wir können gleich wieder verlassen. Scheibenkleister. So, das war jetzt schon mal ein ganz schlechter Versuch. Schnüffler war das Problem, ne? Ah, Mist, wir können das aber ohne wirklich ändern, weil wir haben ja noch nicht so viele Angriffe bis zu dem Zeitpunkt, wo die uns immer schon überrennen. Mann, das passt irgendwie nicht so gut. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Die Frage ist, wie? Gehen wir erstmal auf den. So. Wir kommen auf die 5er von Windknirscher, so wie es aussieht. Das ist gar nicht, oder? Nein, doch. Nee, doch ist Windknirscher richtig. Wow. Ah, das passt, das passt. Sehr gut. Da holen wir uns den als. Ah, das ist ganz schlecht. Wir wecken beide. Ah, Mist. Ja, wir müssen uns erstmal den hier drüben jetzt wegholen, sonst haben wir keine Chance. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt, ich hoffe, wir überleben es. Ich hoffe, der macht jetzt nicht irgendwelche. Ja, sehr gut. So, da können wir uns nämlich jetzt wieder hochheilen. Und am besten, wir sparen jetzt Aktionspunkte, insofern es klappt, wenn er uns jetzt nicht allzu viel Schaden macht. Sehr gut, wir kommen mit 4 Aktionspunkte, das heißt, wir haben 5. Und. Hier müssen wir nun in unsere Taktik reinkommen und das kommen wir sofort. Ja, wir haben es geschafft. Das sollten wir geschafft haben. Wenn wir das so machen, dann gehen wir auf den. Der kommt nicht mehr dran, dann ist er weg. Dann ist als nächstes jetzt katapultierende Kumpan dran. Kommt auch nicht mehr dran und damit haben wir es geschafft. Ja. Richtig so, ja, endlich. Sehr gut, wir haben diesen Kampf gewonnen. Sehr, sehr schön. So, da können wir an dem Glücksrad drehen. Mal schauen, vielleicht bekommen wir irgendwas Gutes. 20 Millionen Holz, ja, brauchen wir eigentlich nicht, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Vielleicht bringt es uns ja noch was, das werden wir sehen. So, dann gehen wir auf zum nächsten Kampf. 600 Jagdmilch können wir mitnehmen. Das wäre sehr gut, wenn wir es auch hinkriegen und schaffen und so. Gut. Dann gehen wir zuerst auf den exotischen flüsternden Tod. Den holen wir uns auch gleich weg am besten, wenn es geht. Sehr gut. Ah, nicht so gut. Jetzt müssen wir uns heilen. Jep, aber mit der Bärre, sonst schaffen wir es nicht. So, dann geben wir uns das hier und damit können wir schon mal zwei starke Attacken machen. Der kommt auch glücklicherweise nicht auf die beste Attacke von ihm. So, das haben wir. Dann schläfern wir ein und holen uns alle weg. Zweite Welle. Och Gott, nein. Gut, da sind wir schon mal durch die Welle, beziehungsweise durch das erste Mal, dass sie drangekommen sind. Ich schätze mal, unser
Windknirscher, nee, Donnertrommler wird weg sein. Aber ich hoffe, es reicht mir in den anderen Beeten auch noch. Ich hätte mich jetzt heilen können, aber es hätte auch nicht allzu viel gebracht. Und der würde ihn jetzt wegholen. Oder? Einen von beiden behalten wir. Wir behalten beide sehr, sehr gut. Wisst ihr, was wir da machen können? Wir kommen in unsere Taktik rein. Das war ein großer Fehler von denen. So. Dann gehen wir auf den, genau. Dann das. Jetzt geben wir Schliffer wieder ein. Und damit haben wir es auch geschafft. Sehr, sehr nice. Richtig gut. So. Und dann mal wieder gewonnen. Sehr schön. So, dann drehen wir hier einmal am Glücksrad. Und wir bekommen 8 Millionen Holz. Das ist schon mal sehr gut. Und können jetzt 600 Jagdmilch mitnehmen. Und das machen wir auch gleich mal. So. Und 600 Jagdmilchlikör. Sehr gut. Dann als nächstes. Das haben wir geschafft. Genau. Was haben wir hier jetzt noch drinne? Wahrscheinlich wieder Holz. Genau. Gut. Dann haben wir den nächsten Spießrutenlauf. Gehen wir mal rein. Und 1000 Bernstein sind zu mitnehmen. Machen wir doch mal gleich mal los hier. So. Dann schauen wir mal, was wir bekommen, beziehungsweise was für Gegner das sind. Wir gehen erstmal auf den Rauchdrachen, Qualmdrachen, wie auch immer. Und ja, den haben wir auch relativ schnell eigentlich weg. So. Dann im heutigen Video möchte ich Naruto grüßen. Viele Grüße an dich. Und ja, hier ist er weg. Sehr schön. Och, wieso haben die so viel Leben? Ach, Mann. Aber egal, das schaffen wir trotzdem. Dauert nur länger. Macht aber kein Problem so wirklich hier. So. Dann schwächen wir den. So, einmal angreifen. Jetzt machen wir das so. Sehr schön. Und der ist weg. Sehr gut. Ersten Kampf haben wir gewonnen. So, dann können wir hier auch einmal drehen. Wir bekommen 4 Millionen Holz. Das ist schon mal sehr gut. Dann kriegen wir jetzt unsere 1000 Bernstein. Das ist auch gut, weil da haben wir eigentlich jetzt schon wieder 2000 unpolierten Bernstein. Ungefähr, ich glaube. Müsste irgendwie so sein. Gut. Da können wir hier wieder rausgehen. Können das gleich mal mit einsammeln. Sehr gut, weil das brauchen wir. Und wir müssen jetzt eigentlich auch ungefähr 2000 haben. Genauso wie wir jetzt ungefähr, genau, 9000, nee, 8000 von dem haben müssen. Ja, fast. Sehr gut. Sollten wir auf jeden Fall schaffen. Theoretisch könnte man sogar, wenn man jetzt noch bei 3000 ist oder so, könnte man es vielleicht sogar noch schaffen, wenn man genug Glück hat. So. Dann haben wir hier erstmal einen riesenhaften Albtraum. Den greifen wir mal normal an. Und der ist auch ganz schnell weg, vor allem wegen dem Skrill. Genau. Und dann ist er weg. Hier haben wir einen tödlichen Nadder mit extrem viel Leben. Können wir gleich mal eine Schwäche geben. So, dann kommen wir mit dem Skill auf die 3er-Attacke. Das ist auch sehr schön, da machen wir viel Schaden. So, Hälfte Leben hat er noch. Und damit soll das kein Problem sein, weil das Skill sollte ihn eigentlich komplett holen. Genau, sehr schön. Nächster Kampf gewonnen. Wir haben wieder ein Glücksrad und können wieder drehen. Wir bekommen eine Frucht der Weisen und können jetzt ein neues Paket wieder mitnehmen. Im ganzen Spießrundlauf können wir auch noch 500 Jagdmilch mitnehmen. Aber das Paket schaffen wir auf jeden Fall noch. Das sollte nicht ganz so schwer werden. So, dann gehen wir erstmal auf den flüsternden Tod. Gibt ja noch nichts anderes. Aber exotische flüsternde Tode mit der Dreierattacke sind so extrem stark. Okay, ist ein Skill halt eigentlich auch mit seiner Dreierattacke. Aber der
ist einfach noch stärker. Ja, aber er ist weg. Und hier haben wir noch einmal den normalen rauchverschwindenden Qualmdrachen und einmal den exotischen rauchverschwindenden Qualmdrachen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir den normalen rauchverschwindenden Qualmdrachen bei uns mal auf der Insel auf Titan machen, weil der sieht auf Titan eigentlich auch ganz gut aus, finde ich. So, da haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Dann machen wir das jetzt so, dann machen wir das so, genau. Und jetzt gehen wir mit der Attacke auf den. Damit hat er vielleicht noch 50 Leben oder was das jetzt noch sind. Und er ist weg. Sehr schön. Nächsten Kampf haben wir auch gewonnen. So, und hier können wir wieder am Glücksrad drehen. Wir bekommen 8 Millionen Fisch. Das ist schon mal sehr gut. Brauchen wir auf jeden Fall. Und dann können wir auch gleich mal gucken, welche Sachen wir jetzt schon so mit dem Fisch hochmachen können. Beziehungsweise, ob wir noch einen Drachen haben, der jetzt gefüttert werden kann. Ich weiß auf jeden Fall von zweien. Und dann müssen wir auch gleich mal schauen. Ich weiß aber nicht mehr, wo die jetzt standen oder wer das jetzt genau war. Nee, eher nicht. Der unten war 75. 75 ist auch die Hälfte. Wir haben die Hälfte schon erreicht von den Drachenleveln, die es gibt. Ich meine, bei 150 ist das Maximum. Aber es dauert später auch länger, um hochzukommen. Aber das ist eine andere Sache, wir machen das schon. Und wo war er denn? Wo war er denn? Nee. Wir hatten da irgendwo einen. Ja, hier ist Nummer 1. Ja, und dann war es das auch schon, wenn wir den gefüttert haben. Mehr Fisch haben wir nicht mehr. Gut, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Like und Abo da lassen, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin viel Spaß und tschüss.